Mir nach. Commander, wir haben die Einsatzzentrale verloren. Boots haben in großer Zahl angegriffen. Wir konnten sie nicht aufhalten. Wir fallen zum Hangar zurück, aber warten Sie nicht auf uns. Was soll ich tun, Ma'am? Halten Sie die Stellung, ich gehe nicht ohne ihn. Wixen hat sie einen Helm auf. Ah, wir... Hast du kein Foto? Das hält länger. Dachtest du, ich finde dich jetzt hübsch, oder was? Eingebildete Kuh. Ah ja, der Aufzug braucht eine Weile. Nur weil du einen Helm trägst, brauchst du nicht glauben, dass du länger überlebst. Was gibt's denn da zu sehen? Du hast einen Helm auf. Mehr will ich nicht sagen. Ist es dir peinlich, dass ich dich angucke? Bist du schüchtern? Alle rein hier. Ja, schmeißt doch noch die Tonne um. Dieser Aufzug ist nicht sehr sicher. Bitte verlassen Sie ihn recht rasch. Ich habe Bewegungen über und unter uns. Gut, die haben Sprungausrüstung. Die haben es auf die Triebwerke abgesehen. Schütteln Sie sie ab, Lieutenant. Einen haben wir schon mal. Ihr steht mir im Weg. Das ist das Problem. Ihr steht mir nämlich ständig im Weg. Außerdem werdet ihr eh sterben. Wenn ihr nicht schon tot seid. Du überlebst es! Nein! Er ist gestorben! Sie sind alle tot! Arbiter, es liegt mal wieder an uns. So, der mit der gefährlichsten Waffe ist weg. Ach ja, alle. Den erstmal schön die Rüstung weggeballert. So, Kontrollpunkt gekriegt. Ist das ist schön immer. Was? Pressen oder fressen? Ihr habt eine Best. Du. Du bist mir in den Weg gelaufen, Idiot. Also erzähl mir nichts von Zorn. Tolle Deckung. Tu mal was. Brauchst mich nicht so angucken. Ich hole mal Munition und jetzt. Was ist mir hier? Was machst du hier? Wo rennst du hin, kleiner Brute? Ein kleiner Brute! Mein kleiner Brute, lauf doch nicht weg! Du läufst mir ständig rein. Ich hab alles unter Kontrolle. Au. Mann. Rempel mich doch nicht ständig an. Wo ist er jetzt hin? Auf was schießt du?
Was soll das bringen? Arbiter! Was tust du nur? So geht das. Diesmal haben wir gewonnen. Drohne, los! Ich gebe Deckung. Ihr macht es schon. Brut, in der Einsatzzentrale. Sie haben die Bombe entschärft. Tut mir leid, Commander. Es waren zu viele, selbst für mich. Chief, gehen Sie zur Einsatzzentrale zurück. Töten Sie die Brutes. Reaktivieren Sie die Bombe. Ich muss die Männer da rausholen. Ich gebe Ihnen einen anderen Ausgang durch. Viel Glück. Ja, musste kurz niesen, man hat's gehört. Den Arbeiter nimmt er natürlich mit. Na, ganz toll. Der hätte mir mal helfen können. Tut aber nicht. Da liegt eine Granate. Da liegt eine schöne Waffe. Ich schnaub mir mal kurz die Nase. B zurück. Hallo. Werde ich der Letzte sein? Wozu soll ich denn das Licht ausmachen? Hier wird doch eh alles zerstört. Ihr werdet die Beschützer der Erde und all ihrer Kolonien. Master Chief, wir haben keine Zeit für Flashbacks. So. Denk ein bisschen Munition wenigstens rum. Nimm wahr. Die Plasma Gatling mit. Und gleich dauern die nächsten. Hinter diesen Kisten. Aber wir werden kurz ein bisschen aufräumen. Ach nee, Johnson. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Trifft er mich halt mal kurz. Wieder ja. Und dann noch du da hinten. Heißt jetzt nicht, dass ich da einfach hinrennen kann. Hier dürfte keine Munition mehr rumliegen. Weil ich muss jetzt aufpassen. Wegen Scharfschützen.
Habe ich beide tot? Beide tot. Meine Munition fast alle. Gerade so getötet. Ach, da liegt ja noch was rum. Ich habe eine Mine bei. Übrigens. Auch wenn ich das eher weniger brauche. Gehen Sie durch den Fahrzeugpool zur Einsatzzentrale. Nee, das ist zu wenig. Ja, das ist ganz angenehm. Waren nicht oben noch Munitionsdinger? So eine Munitionsnische da oben. Genau. Ich könnte mir zwar zum Scharfschützen ein Gewehr mitnehmen, aber wozu? Was ich aber gucken kann, ich muss mal kurz weglegen. Okay, Munition ist soweit da. Liegt hier nicht zufällig noch Menschen-Granaten? Splittergranaten? Nein, keine. Ach, die liegen da auch in einer Kiste oben. Da dürften noch zwei drin liegen. Oder? Nee. Nee, 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 nee. Obwohl doch da drüben, natürlich. Oder doch nicht. Nee, hier liegt auch nichts. Doch, zwei Granatenkisten. Zwei Granaten lagen hier rum. So, dann reißen wir dich mal kurz da raus. Kontrollpunkt. Das lege ich dahin. Man sollte immer gut bewaffnet in die Schlacht ziehen. Und das sind wir jetzt. Ich hätte da lieber eigentlich ein Blasenschild statt eine Mine. Hier liegt aber sowas nicht drum. Mal sehen. Luke auf. Wir haben Ihre Kommandozentrale erobert. Habt ihr herausgefunden, wie Sie mich aufhalten wollen? Nein, noch nicht, edler Prophet. Bringt es muss. Sonst habt ihr den Platz auf dem Weg verwirrt. So, da ist mich einer mit, einer Flak. Ich bin dabei. Ihr stellt uns eine Falle. Den haben wir erledigt. Aber der Typ mit der Flak ist halt der Typ, der nervt. Alter! Alter! Der hat sich den Kopf an der Decke gestoßen. Nix da, Junge, nix da. Alter. Beruhig dich mal, Junge. Beruhig dich. Oh, der kam durch. Schön aufpassen. Oh, die kam durch. Wenn mich das Ding trifft, bin ich sowas von tot.
Beruhig dich mal, Junge. Da hab ich ihn. Idiot. So, noch irgendwelche Spacken, die rumrennen. Ein paar kleine Grunts. Okay, ich mach's wie den Typen am Anfang gleich und tippe einfach irgendwelche Sachen rein. ich gehe mal kurz nach oben. Gibt's hier irgendwie Munition für mich? Dreckiges Fenster. Ich habe, glaube ich, eine Granate eingesammelt. Da liegt nur eine Pistole. Der Schalter ist an der Bombe, Chief. Suchen Sie. Ich brauche den nicht suchen, weil ich weiß, wo er ist. Ich suche nur gerade was anderes. Ach, sehr schön. Da liegt eine Granate rum. Nö, dann tipp mal hier mal ein bisschen rum. Denn den Ausgang, ein Serviceaufzug im Hangar. Nach unten und durch die Höhe. Für die Propheten. Ich weiß ja, was auf mich zukommt. Da kann man besser reagieren drauf. Wow. Jetzt fängt nur wieder mega an zu zittern, der Pet. Hey, du Arsch. Komm wieder her. Du hattest das Schwein, das ich gerade nachgeladen habe. Genüsslich. Abgeschossen. Keine Ahnung, keine Bange, die Flak kommt noch in, zum Einsatz. Am anderen Ende der Höhle, Chief. Alle tot oder gibt's hier noch einen? Ich hab keinen Bock, überrascht zu werden. Tolles Navi, wa? Vor euch liegen große Entbehrungen und Prüfungen. Ist doch mal genug mit den Flashbacks. Cortana ist weg. Komm mit klar. Ach, schon alle. So, und jetzt kann ich hier das mal mitnehmen. Jetzt spiele ich Rambo. Okay. Bin mal kurz hier. Ja, eine 95er, sehr schön. Muss ich wieder da lang? Ah ja, klar, zum Hangar. Die Erde bebt. Ich schwank hin und her. Hallo Hangar! Aus euch werden wir die Besten der Besten machen. Aus dir wurde nicht einer der Besten der Besten. So,
Sonst würdest du ja nicht da rumliegen. Das gleiche geht für dich. Verpiss dich, Rex Phantom. Verzieh dich. Ich bin Rambo! Nein, bin ich nicht. Die haben ihre eigenen Leute zurückgelassen. Hör auf rum zu zittern! Das geht mir auf die Eier. Den habe ich erwischt. Schießt da sonst noch jemand auf mich? Na! Ach, Bombe, Schmombe, Alter. Meine Munition geht's flöten. Aber ich will sie noch alle töten. Rein in den Aufzug. Meine Zeit läuft ab. Meine schlechten Reime bringen alle zum Erröten. So, mein letzter Schuss. Du brauchst dich nicht hinter den Reifen verstecken. Ich habe alle getötet. Total unnütz. Schnell den Knopf drücken. Wo ist der Knopf? Welcher ist der richtige Knopf? Der ist der richtige Knopf. Oh mein Gott. Das Feuer verschlingt mich. Ah! Dieser Ort wird euer Zuhause sein. Nein! Dieser Ort wird euer Grab sein. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Und wir sind nicht tot, aber wir haben einen Verbündeten getötet. Okay. Dafür 7 Anführer. Und 2 Helden. Nur 2? Vorhin hatte ich 3. Das finde ich doof. Okay, dann mal weiter im Programm. Beziehungsweise Folgenende, Aufnahmeende, Missionsende. Als nächstes kommt der Highway. Mein Gamepad macht Geräusche. Was ist passiert? Nee, wir gehen jetzt nicht auf Safari. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zusehen und halt bis zum nächsten Mal. Euer Hyde. Glück.